Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Classics. Wir spielen zusammen Need for Speed Underground 2. Wir haben den Street Cross gewonnen und damit auch das letzte Rennen. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, möchte gespeichert werden. Hey Mann, du hast ja für fetten Wirbel gesorgt. Eine ganze Reihe Firmen hat Interesse angemeldet. Also, qualifizier dich für die Underground Racing League, von der ich dir erzählt habe. Kein Verkehr, keine Straßen, nur dein Talent. Findet alles auf einer abgesperrten Privatstrecke statt. Wenn das geklärt ist, werde ich als Agentin für dich arbeiten. Ich krieg einen Teil von deiner Kohle und dafür weißt du immer, was angesagt ist. Das klingt nicht schlecht. Was ausschaut, ist der zweite Teil. Kann das sein, dass hier San Francisco irgendwie ein bisschen nachgebildet ist? Oder täusche ich mich da? Beacon Hill, hey, ich höre gerade auf den 50 Straßen nach Beacon Hill jetzt frei sein soll. Da gehen bestimmt bald die ersten Rennen ab. Fahr mal hin und fordere dein Glück heraus. Ja, klingt doch mal nicht schlecht. Und jetzt haben wir auch einige mehr Dinge frei. Einige mehr Rennen. Und jetzt fahren wir erst einmal wieder zum Tuning Shop. Na, komm. Hast du schon gehört? Die Zufahrt nach Beacon Hill ist wieder frei. Solltest du mal abchecken. Bis nachher. Bis nachher. Mach's gut. Halt das zu. Natürlich fahren wir auf die richtige Spur. Weißt du, wo es hingeht? So. Schauen wir mal, was wir uns jetzt einbauen, Tolles. ECU. Die zwei Dinge. Ja. Würde ich schon sagen. Und den da noch. IM. Wir hätten Rabatt bekommen können. Verdammt nochmal. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht auf meine Aufnahmetaste drücke. Okay. Und speichern. Diese Folge wird eine kurze Folge. Und wir fahren ein Rundkursrennen. Diese Folge wird eine kurze Folge, weil ich jetzt schon, weiß nicht, mindestens 1,5 Stunden oder sowas jetzt aufnehme. Darum wird das jetzt hier eine kurze Folge. Vielleicht nur so 10 Minuten oder so. Auf jeden Fall, dieses Rennen machen wir noch. Und dann fahren wir gegen die Mauer. Komm. Der geht jetzt auf jeden Fall schon mal wesentlich schneller als im Serienzustand. Ach, ich wollte eigentlich dazwischen durch. Wow. Hier unten ist noch was, und zwar den entdecken wir jetzt mal schnell.
nicht auf der Karte markiert. Willkommen im Bayview Spezialteleshop in Beacon Hill East. Du hast jetzt Zugriff auf Nitro-Entlüftung und die Kofferraum-Einbaustufe 1. Warte, schauen wir schnell rein, damit er freigeschaltet ist. Verpasst deinem Auto mit optischem Tuning und einer besseren Hi-Fi-Anlage einen eigenen Style und sorgt beim Rennen für neidische Blicke. Nehmen wir den oder nehmen wir... Ach nein, mir gefällt das Seriending eigentlich ganz gut. Mir gefallen die Serienarmaturen. So. So, und jetzt ist er da. Wir wollten... Ach, da finde ich auch alleine hin. Müssen wir dann da oben einmal rechts, links, ich hab's noch mal drin, links und rechts, das ist auch immer so ein Spezialthema von mir. So, das eine Rennen noch. Halt, da hinten ist es drin. Naja, 250 Euro mehr, 50 Euro mehr als bei 250. Aber gut, das packen wir locker. Jawohl, da schubst mich gleich wieder hinten jemand. Sehr nett von euch. Aber ich spanne mein Nitro auf, bis ich es brauche. Abkürzung? Kann ich da rein? Halt. Da hätte ich auch reingekonnt. Aber wenn ich die Zufahrt nicht ganz genau treffe, dann macht es auf einmal Dusch. Und ja. Dann fliege ich in die Einzelteile auseinander, so wie das gerade mit dem Schild passiert ist. Seite du verkehrst, dein Lieber. Jetzt bin ich hier der Boss. Der Overboss. Wenn der Overboss Auto fährt, dann sieht das so aus wie im Video. Ja gut, dass das so ein qualitativ hochwertiges Lenkrad ist, das G27, dass das einiges aushält. So. Oh. Da hat sich schon nochmal einer ordentlich hinter mich gesetzt. Wenn ich genug Vorsprung habe, dann möchte ich mal versuchen, ob ich den okay, jetzt muss ich wieder aufpassen. Ob ich die Abkürzung schaffe. Also noch Vorsprung erst erreichen. Ups. So. So.
knapp daneben ist auch vorbei. Und knapp vorbei ist auch daneben, das ist sehr gut. Ui, ich habe schon gewonnen. Das ist ja cool. Okay. Und wähle einen Sponsor. Ui, jetzt wird's auch interessant. Wow, ich habe gerade die neuesten Vertragsangebote durchgesehen und eine Menge Sponsoren wollen dich für die Underground Racing League unter Vertrag nehmen. Die besten habe ich dir rausgesucht. Sag mir Bescheid, bei wem du unterschreiben willst. Okay, geforderte Rennen. 3 Rundkursrennen, Driftrennen, Trackrennen. 1 Rundkurs, 1 Sprint, 1 Streetcross. Nee, also das mache ich schon mal nicht. 13, 35, 75. 3 Trackrennen, 3 Driftrennen, 3 Rundkursrennen. Wir nehmen die 3 Rundkursrennen. Bonus, kostenlose Wagen von Bayview Autohändler. Vertrag mit Streetcross unterschreiben, jawohl. Ja. Sehr gut. Hey Junge, du hast noch einiges vor dir. Dein neuer Sponsorenvertrag verlangt, dass du an ein paar Events teilnimmst. Du erkennst sie auf der Minikarte an den X-Symbolen. Und jetzt fahr los und zeig allen, dass du es auch verdient hast. Mach ich gerne. Aber nicht mehr heute. Und damit war es das für diese Folge und für die Aufnahmestaffel. Ich werde es dann im Anschluss hochladen oder mal schauen, wenn die Festplatte voll ist, beziehungsweise wenn genug Gigabyte zusammengekommen sind. Und ich wünsche euch dann noch eine gute Nacht, guten Morgen, guten Tag oder sonstiges, wann ihr das Video auch immer schaut. Und ja, schaut dann auch beim nächsten Mal wieder rein, weil es heißt, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Oldies. Wir spielen zusammen Need for Speed Underground 2. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder reinschaut. Bis dahin, macht's gut und tschüss, bye bye.